damit herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge Fallout 76 mit dem Rico, der hier schön auf den Boden guckt und wahrscheinlich ludelt. Mahlzeit. Servus. Ja, hallo, was denn sonst? Ludelfinger schon wieder voll am Start. Komm her mit dem Scheiß. Automat für medizinische Vorräte. Aha. Was hat denn der da so drin? Stimpaks zwei Stück, jeweils 96. Schon teuer. Jo, das kannst du laut sagen. Jetzt halt, dass wir den Bauplan finden, für wo man sich die Stimpaks selber basteln kann. Warte mal, ich bin ja blöd, das ist doch meine Kiste. Hier drin ist eine Kiste, fällt mir gerade ein. Jetzt habe ich wieder alles aufgesammelt, scheiße. Ich dachte, oh, geil, ein Behälter. Nehme ich. Und wieder rein. Und wieder rein. Huch. Oh Mann, ey. Das war's wieder komplett. Zack, zack. Schrottlager. Sehr gut. Kleidung, das kann gelagert werden. Meine Kiste ist voll. Ja, wow, und jetzt? Ja. Voll geil, oder? Ja, jetzt habe ich 600 voll und jetzt? Was mache ich jetzt? Nichts wahrscheinlich, ne? Den Scheiß mit rumschleppen und andauernd keine Ausdauer haben. Huch. Das ist doch blöd. Ich habe ja gerade auch schon mal Einzelspieler wieder gespielt und da bin ich auch überladen und meine Lagerkiste ist auch voll. Aber wie kann man das denn, wie kriegt man denn das hin, dass man mehr tragen kann? Außer, dass man das Schrott und so leichter macht? Gibt es da irgendwas anderes noch? Irgendein Trick? Nee, das geht nicht mehr. Oh. Ist ja irgendwie ein bisschen doof. Ja, was haben wir denn hier? So, wollen wir dann hier zu der einen Aufgabe gehen, die in der Nähe ist? Also wir haben zwei Aufgaben in der Nähe. Nicht aufpassen, Kickball. Jo. Welche wollen wir nehmen? Entweder wir gehen hier zu untersuchen oder den Lagerplatz des Responders, Miguel, oder wir gehen, findet den nächsten. Ja, den, das können wir machen. Alles klar. Also dahin. Kann ich das nicht markieren, Alter, nochmal extra? Muss ich extra so machen. Okay, wo ist die Markierung jetzt? Die Richtung. Alter, wer schießt? Ich dachte, du wärst das gewesen. Du Affe. Du Affe. So. So, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung hier. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie drei Quests aktiv. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5 Quests aktiv. Huch. Passiert, Alter, wie halt meine Ausdauer aufhört. Alter, ich hab schon wieder keine Ausdauer auch mehr. Was war denn das jetzt für Deutsch? Ja, alles gut, ich hab dich verstanden. Gut. Ich versteh dich schon, mein Hase. Der Tag war lang und es ist schon spät. Da darf man das. Ja, stimmt auch wieder. Von daher alles gut. Ja, jetzt schon wieder, das ist doch echt so nervig, Leute. Keine Ausdauer? Jo. Yes. Echt zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen, ey. Da muss es aber doch irgendwas geben. Oder man muss sich immer zu irgendwelche Spritzen reinballern, die vielleicht dafür gut sind, dass man mehr Ausdauer hat, immer ein paar Minuten lang. Was? In Toxic Valley hat die fruchtbare Saison bekommen. Ja, ich bin immer fruchtbar, Junge. Was geht ab? Dum dum dum. Dum dum dum. Ah, hier ist irgendwas. In 3 Stunden bin ich auch da. Ja, alles klar. Bin ich jetzt wieder bei der Dings? Hä, wir laufen noch total falsch. Das ist die falsche Markierung gewesen. Wow. Ach, das ist mein Eigner. Oh. Ich wollte es gerade sagen, hä? Aber hier war nichts, oder? Nee, hier war auch keine Aufgabe. Huch! Sorry. Mein Fehler.
Die ganze Markierung habe ich verwirrt. Entschuldigung. Das ist meine Markierung. Alter, ich habe halt keine Ausdauer. Piss dich, Junge. Ich gehe ja schon. Opa. What? Haben wir Kleidung? So. Alter, wie viel Übergewicht habe ich denn? 40 Kilo zu viel, 50 Kilo. 40 Kilo zu viel, 50 Kilo? Wir wollen Speck schmeißen. Ja, so 40, 50. Ah. Das ist halt das Problem, ne? Man will halt auch nichts weggeben. So. Okay, hier waren wir aber auch schon, oder? Was haben wir jetzt gemacht? Naja, wir sind aber fast richtig. Ja. Ist echt schwierig rauszufinden. Wir müssen ein bisschen weiter rechts, siehst du das? Auf der Karte, da ist so ein... Ich wollte eigentlich zu dem Punkt hier links, da zu diesem kleinen Untersuch, den Lagerplatz. Ja, genau. Also ich bin... Achso, läufst du schon wieder Richtung als da. Achso, ja, du wolltest gerade sagen, du bist ein bisschen woanders, sehe ich gerade. Ja, ich bin ein bisschen sehr langsam. Ja, alles gut. Warte mal, wenn ich Power-Dingsbums anziehe. Eine Power-Rüstung hilft auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen. Ja, das, aber da ist das, die Sicht immer so eingeschränkt von dem Scheiß. Von dem Scheiß, hier von dem Display-Gedöns, was hier so anzeigt, als wie wenn du einen Helm aufhast. Ja, aber so, es ist ja leicht transparent, deswegen stört mich das eigentlich gar nicht. Die Verfolgerperspektive ist auch ein bisschen dämlich. Ja, die mag ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil die ist so weit rechts gesetzt, ne? Ja. Nicht dahinter. Wenn die dahinter wäre, wäre es wieder was anderes. Alter, wo ist denn das? Achso, man muss... Ach, hier unten, wo du bist. Nee, wo du herkommst. Und hier du kannst das Licht vom Bitboy halt wieder nicht anmachen, ne? Wenn du das anders. Ja, das stimmt. Was ist er denn für einer? Ja, mit dem müssen wir reden hier, würde ich mal... wir werden aber erstmal angegriffen hier von irgendwelchen... Hat einer seine Basis gebaut, würde ich mal... Alter, was geht denn hier ab? Hier gibt's die Party. Alter. Au. Aua. Och, Mann. Oh, ich werde besucht. Echt? Auch mir sind 30 Dings ausgesetzt, ja. Ich habe irgendwas gemacht wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich hier den Roboter angegriffen oder irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht wollte ich nur die Verbrannten hier anschießen. So, wo bist du denn? Ich bin bei dir. Ich kann dich jetzt auch gar nicht umbringen oder so, ne? War ja auch dämlich. Och, ist doch nicht schlimm. Alles gut. Oh, warte mal, hier liegt er doch. Zum ersten Mal ein Lager zu errichten. Responder Miguel hat hierfür nur 9.999 Minuten. Du bist schon wieder unsichtbar bei mir. Bravo Miguel hat einige Lagerbaupläne und ein Lagerprogramm Holoband auf seinem Terminal im Flughafen. Finden und ja, weil tot, ey. Sie hierher, Miguel. Ich habe. Ja, ich guck mal auf die Karte, ob die ersten schon angelatscht kommen. Ist das so schlimm, ja? Nähe, kein Chili. Ist der überhaupt kein. Ist überhaupt jemand drauf? Zu gut. Aber sehe ich überhaupt keine Gegner, also Leute auf der... Ja, siehst du ja auch nicht mehr, weil du besucht wirst. Ach so, okay. Ich wollte es gerade sagen. Einer?
Da unten ist eine 3. Ach. Nur der Eigentümer dieser Quest kann das aufsammeln. Kannst du das hier aufsammeln? Seit ich habe doch schon den Fuzzi gelootet. Camping-Lehrstoff ist hier noch. Jahre. Ich komme so, und du? Diesem verwesten Leichnam weiß nicht. Nicht weg. Und wissen Sie, ich suche das Camp und den Bauplan. Camping war nicht Bauplan? Jedermanns Sache. Aber finde nachdem den, was? Alles zerstört wurde. Achso, wir müssen wieder rechts runter hier zu dem Flugplatz. Das wäre weiterhin die. Also irgendwo hier unten. Ich habe erstmal schnell die Baupläne gelesen. Reingelesen. Wo stehen die gleich nochmal drin? Bei Notizen? Jo. Nee. Ach doch, hier. Alter, ja, da war auch einer ein fettes Camping gezimmert. Aber das Zeug kann ich benutzen, oder? Jo. Okay. Ich brauche mal wieder Munition, Alter. So, ich gehe schon mal da runter, ne? Oh ja, da nähert sich auch einer. Echt? Ja, ja. Ah, da werde ich gleich sterben. Der wird wahrscheinlich Level 5000 sein oder so. Nee, 15. Level ja. 15. Eins mehr als ich. So, also wieder zum so. Flughafen runter oder dann was? Dann wo ich hier unten. Ja. Dann wo hier. Bist schon unten oder was? Ich bin schon unten, ja. Wir werden wahrscheinlich auch wieder Gegner umlaufen. Neugespawnte. Jo. Ah ja, hier ist was in dem Hangar hier drin. Hier ist nichts drin, schade. Ah ja, hier ist ein Holoband. In welchen Hangar bist du denn jetzt rein? Irgendwie wird mir gar nicht angezeigt. Ach, jetzt hat sich's Was ist das? Selbst erledigt. Und hier ist noch was. Mir geht's Terminal. Baupläne. Herstellungsgegenstand, freigestellt, Generator, Mittel. Ah. Ich werde angegriffen. Aber nicht von der Seite blöden Viechern. Nicht, dass sich der eine Gegner, dass der eine Gegner schon, ach, der eine Fuzzi schon da ist hier und. Na, jetzt kam wieder solche blöden. Verbrannten Mandar oder wie die heißen. Oh, das kann nicht so, ne? Ah, jetzt habe ich ein bisschen Munition. Sehr schön. Da jetzt nochmal den Terminal hier, ohne gestört zu werden. Hier ist doch schon wieder jemand, Mensch, geh mich aufs Sack. Ach, hier vorne, alles klar. So, darf ich jetzt in Ruhe mal was machen hier? Also jetzt bist du echt bald tot, hä? Ah, ich heile mich mal schnell. Ja, da kommt noch einer. Oh, wow. So, jetzt aber ist jetzt mal Ruhe hier. Verdammte Axt nochmal. So, weiß noch in dem Terminal habe ich glaube ich alles gemacht, was ich machen sollte, oder? Tagebuch. Ach, das ist mir zu viel zum Lesen, Alter. Das ist viele Gelese. Ja, Leute, wenn es interessiert, der kann gerne pausieren. Halleluja. Da muss er sich bei einem beim pausieren, da muss er einen richtigen Moment erwischen, weil ich drücke das voll durch hier, den Mist. CD-Kein, wir wollen spielen. Safe-Steuerung, das ist doch was? Startest du schließlich unverschlossen? Ah ja.
Gut, was sollen wir jetzt machen? Gib mir jetzt Protektron, das Holoband. Protektron, wo ist denn der? Ja, das ist der oben beim Dings wieder, da müssen wir wieder hin. Ach so. Da gelaufe ich hier, verdammt nochmal. Bist du schon auf dem Weg oder bist du noch hier? Nee, ich muss ja auch noch den. Ach so. Bin ich total sinnfrei, ey. Wenn wir schon im Team ist. Richtig, weil wenn wir jetzt nicht in einem Team wäre, hätte ich gesagt, okay. Dann ist das so, ne? Kannst du nur noch um Stunden handeln? Machen wir. Guck mal schnell, was ich hier so habe. Okay. Aha. Gib das Hornband, genau. Servus. Winston. So. Ja, müssen wir wieder da hochsteppen, ne? Gehen wir mal wieder da hoch, wa? Rubi, Boss. Oh, jetzt kann ich wieder nicht rennen, weil ich überladen bin. Ach, Mann. Ja, ob die Rodox wieder hier hinten liegen? Watchdogs. Was? Watchdogs? Ne, sind weg. Schade. Mir gerne gegönnt. Warum bist du denn jetzt aus deinen Klamotten raus? Oh. Nee, der ist immer noch nicht bei uns in der Nähe. Kommt eh keiner. Muahaha. Wie lange ist das jetzt, bis ich tot bin oder was? Oder hört es irgendwann auf nach einer bestimmten Zeit? Ich denke mal, bis sich einer getötet hat. Wow. Geil. Ist mir auch schon passiert. Ja? Ja, da stand da so eine Hütte und da bin ich so rein, ne? Ja, hier, na, keine Hütte hier, der hat hier so eine Werkstatt eingenommen. Und ich wollte hier, wollte mir die Bude angucken, ne? Dachte, oh, die Türen sind aber verschlossen. Und knack die eine Tür auf und schon bin ich gesucht. Huch. Dann habe ich so reingeguckt, dann ist er drin umhergesprungen. Ich so, ach, easy game, den kriegst du locker. Und da steigt er in so eine fette Power-Rüstung rein. Scheiße. Habe ich mich erstmal an einer Stelle versteckt, wo er mich nicht gefunden hat. Das war dann aber irgendwann so langweilig, dass ich mir gedacht habe, komm, lässt sich halt abknallen jetzt. Bringt ja nichts noch. Ja, das ist halt Mist, ne? Also aus Versehen irgendwie. Ja, ich wusste, also ich kann jetzt auch gar nicht erklären, was genau jetzt war. Muss ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie an das Gebäude da geschossen habe, ob das also Sinn als Angriff zählt oder so. Ballert schon wieder rum hier. Das ist ein Tipp. Zu der nahegelegenen Lichtung. Jetzt bin ich bestimmt auch gesucht. Echt? Weiß nicht, ich habe auch gerade auf das Geschütz gezielt. Einen Lagerbehälter. Wenn Sie möchten, nee. Sie können Ihr okay. Gesamtes Lager Scheiße, ja. Wer hatte denn jetzt sein Camp da hinten hingebaut? Ich glaube ich. Deins. Gut. Sollen wir ja ein Camp? Jetzt müssen wir ja irgendeinen Tee kochen. Ja, wer muss jetzt das Camp hinbauen? Ist das jetzt egal oder halt? Ich. Du. Okay. Ja. Wohin? Dahin, wo du jetzt bist, oder was? Ja, hier irgendwo in der Nähe. Halt die Fresse, du blöder Roboter. was? Camp kann ich auch. Das hat man schon mal nicht aufgebaut. Ich kann das Camp nicht aufbauen, während ich gegen einen anderen Spieler kämpfe. Also gegen mich kämpfst du nicht. Ich bin ja dein Freund, hast du, oder? Hast du ja klar, hast du ja angenommen. Hä?
Muss nicht Ist verstellen, merkwürdig, oder? nee. Soll ich es mal probieren? Sag mal, naja, ist bei mir über mir auch irgendwas Rotes? Nee, ne? Nö, bei dir steht nur gelb dein Name und das Level. Ach, beim Flughafen ist jetzt ein Level 5er noch. Okay. Ich glaube, Level 5 war jetzt nicht unbedingt das Problem, wenn der kommen würde. Ne. Habe ich jetzt gar nichts gerade an? Kann das sein? Wegsneaken, Alter. Ach, guck mal, hier oben, hier brauchen wir doch gar nichts bauen. Hier ist doch eine Kochstation, Alter. Da darf man die dann nehmen? Jo. Ja, das ist doch von dem anderen die eine, oder? Du kannst. So. Ja. Die gehört ja dem anderen Spieler, oder? Ja, da kommen wir aber trotzdem dran. Du musst ja, das ist ja Darf nur, man, ja? Das ist ja nur, wenn du von anderen Spielern irgendwas aufknackst oder so. Also wie Ach jetzt eine so. Tür, die verschlossen ist. Also benutzen darf man es. Jawohl, schön, wenn du das Fleisch da reinschneidest. Lol. Zack, reingeschmissen. Bist ein richtig guter Koch, muss schon mal sagen. Ja. Fleisch schneiden kann ich, Alter. Ich mache in der Zeit noch mal. Ja, ist jetzt schon. Gleich ist die Hand ab. Oh mein Gott, nein, komm, ich schmeiß die auch noch rein. Auch keine Sau. Eben. Eine Hand reicht. Ach, weißt du, was mir gerade einfällt, jetzt wo ich dich so trinken höre? Was? Hast du Ador? Jo, ich habe noch einen schönen Red Bull im Kühlschrank stehen. Ich habe wieder Energy. Ja, auch nicht schlecht. Schmeckt sehr lecker, trinke ich sehr gerne. So, was hast du jetzt hier hergestellt? Oh, ich habe überhaupt keine richtige Hose an, Alter. Du hast überhaupt keine Hose an, Alter. Was, hier, du hast überhaupt keine Rüstung an. Ja, Dein verstehe ich gar Boltanzug, nicht. Hast den zerlegt oder was? Den habe ich weggetan. Ich habe da was anderes angehabt immer. So, was muss ich jetzt herstellen? Irgendeinen Tee. Irgendeinen Tee. Dann mache ich den einfach einen Rußtee. Rußbrot-Tee. Dann mach ich gleich noch das abgekochte Wasser, weil ich das kann gerade. Alles herstellen, was geht hier. Ich einmal dran bin. Das war's dann auch schon. Okay, und jetzt? Schöner Bart, den du da hast, Junge. Jetzt? Warte mal, was haben wir denn hier alles für Missionen? Macht mit Dr. Hudsons Forschung vertraut, das war's nicht, ne? Nicht. Ach, baue Weiß einen nicht. Generator in deinem Camp. Ach so. Ja, also müssen wir doch unser Camp aufschlagen. Warte mal, wie ging das jetzt nochmal mit dem Aufschlagen vom Camp? Camp verlegen. Camps können nicht aufgestellt werden, wenn du einen Gegner gegen einen anderen Spieler kämpfst. Ja, hä? Ja, genau. Ein bisschen blöd, ne? Wenn ich musste. Ist das, weil ich gesucht werde oder was? Ja, ich denk's mir mal. Jawohl. Das ist ein schöner Asi, Alter. Ich kämpfe nicht gegen den anderen. Ja, bloß jetzt rausgehen und wieder reingehen bringt auch nichts, ne? Also vom Soll. Hier sein, ne? Zack. Oh, ein Steak. Das nehme ich. Vorhin habe ich als Singleplayer ein bisschen gespielt, ne? Und da habe ich so eine Höhle erkundet. Jetzt geht's. Geht's? Jetzt kannst du deinen Zimt bauen, Rico. Jetzt geht's. Wahrscheinlich haben die ganze Zeit noch als Gegenspieler gewertet. Das ist so ein paar Arschlöcher, Alter. Das ist ja bescheuert, Alter. Oh, hier unten latscht noch einer. Oh. Genau. Also bei mir ging es jetzt zumindest, ich konnte es jetzt auswählen. Ja, ich auch, aber setzen kann ich es noch nicht. Na, warte mal, können wir wieder hier oben zu dem anderen Camp hin, vielleicht. Na, hier geht's. Hier ist ja ein bisschen gerader Boden. Hier geht's. Ja. Hier oben wäre es, glaube ich, auch gegangen, oder?
Weiß nicht, obwohl bis jetzt ist nicht so aus. Ja, da musst du aber auch suchen, dass das geht, ey, ist ja der Wahnsinn. Okay. So, und wie sieht's aus? Können wir was trinken? Ja. Ja, und jetzt? Oh, erreiche eine höhere Stufe, jawohl. Ach ne, Quest abgeschlossen. Hä? Dann was muss ich. Achso, muss ich jetzt extra auch noch einbauen oder was? Ja, bestimmt. Ein Silberstreif am Horizont plus 1 Ausdauer. Wo waren der drin? Ne? Bei Generatoren. Ich wollte sozusagen, da gab es noch ein extra Dings. War das der hier? Du hast nur so ein kleines Chesting dahingestellt, ne? Ah ja, unverbindliche Pläne. Quest abgeschlossen. So, wie kann ich das jetzt mal verwerten? Kann ich dann wieder machen, dann ist es wieder weg, ne? Genau. Brauchen wir ja nicht. So, zack. Ich mach mal schnell meinen Stufenaufstieg. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Oh, plus 1 Ausdauer haben wir bekommen bei dem Ding, wenn man das anzieht. Aber die Rüstung ist wichtiger eigentlich. Ja. So, was sagst du? Ach, ich kann jetzt, ich habe jetzt wieder, ich habe da ein Level up. Ach, hat's ein Level up? Ja, ich weiß aber noch nicht, was ich nehme. Nee, ich noch nicht ganz. Mir fehlt noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie viel, warte mal. Oh, ich drücke immer den falschen Knopf, also mit der Menüführung. Weil ich Messi wäre eigentlich nicht schlecht. Ja, ne? Drei Viertelst. Ja, Messi hatte ich, glaube ich, jetzt auf der höchsten Stufe sogar gemacht. Kommt genau. Höher, oder? Warte mal. Ich jetzt erst ja, Stufe Messi habe ich auf 3. So. Ich könnte mal schnell hier was. Das ist noch die alte Blaupause. Ich habe noch die ganz alte Blaupause drin. Ich wollte eigentlich mal hier schnell. Obwohl, ne, meine Kiste ist ja eh voll. Ich kann ja eh nichts mehr wegwerfen. Das ist das Problem. Warum kann man nicht mehrere Kisten machen oder so? Das ist doch bescheuert. Ja, ist echt dämlich. Kannst mehrere bauen, aber alles eins, ne? Ja. Verstehe ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwas, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich was falsch, keine Ahnung. Obwohl, du machst bei dir das ja genauso. Okay, jetzt haben wir unten beim Flughafen was für fortgeschrittenes Responder-Training registrieren. Und finde den nächsten Tagebucheintrag in der Morgantown High School. Das wären so in der Nähe zumindest welche. Ob du Schaden kriegst, wenn ich dich jetzt anschieße? Mach halt mal. Tatsache. Ja. Ich hab dir voll im Pullans geschossen, ja. Alter. Aber hä, es kann doch aber eigentlich gar nicht sein, oder? Weil ich bin doch eigentlich, wir sind ja ein Team. Ich weiß nicht, ob das dann aufgerufen ist, wenn du gesucht wirst. Meinst du? Wäre ja Blödsinn, wir sind ja ein Team, ne? Im Endeffekt bist du ja dann... Müsstest du ja eigentlich dafür da sein, mir zu helfen, dass ich vielleicht nicht getötet werde, weißt du, wie ich meine? Irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, lass mal hier nochmal zu dem Camping gehen. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen Muni für meine Schrotze herstellen kann. Ich habe mal schnell Red Array genommen. So, jetzt habe ich hier schon wieder 20.000 Missionen offen und ich weiß, welche brauchen wir denn dann? Ja, also zwei Stück sind in der Nähe. Kann mir eine davon nehmen, würde ich sagen, oder? Ja, so hat er hier. Ja, hat er. Einmal frei. So, ich würde erstmal sagen, ich bin da fast eine halbe Stunde rum, würde ich sagen. Hä? Können wir erst. Hä? Ist der jetzt offline gegangen oder was? Alter, die dumme Sau. Die dumme Sau, der ist gefickt euch, Alter. Das ist mein Camp. Ja, Leute, ich würde sagen, mal erstmal auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, ob bis zur nächsten Folge. Mal sehen, ob der mich dann immer noch gesucht wird. Haut rein. Ja, wahrscheinlich. Ciao. In Vault 76, our future begins.